Der Punisher. Nein, Moment. Falsche Serie. Shane Walsh. Ein Charakter aus The Walking Dead. Ein Charakter, den man entweder sehr, sehr liebt oder sehr, sehr hasst. Es gibt zwei verschiedene Teams, sage ich mal. Ich bin Team Shane, ist ganz cool. Vor allem, weil er in der Serie sehr viel Einfluss auf viele Charaktere hat. Aber nicht nur auf Charaktere, sondern auch auf überhaupt den Verlauf der ersten zwei Staffeln. Vor allem die Entwicklung der Serie. Und trotzdem hat Shane uns so früh verlassen und deswegen dachte ich, setze ich mich doch mal hin und rede mal darüber, wie krass Shane wirklich The Walking Dead in eine Richtung gelenkt hat, beziehungsweise die Charaktere auf die Apokalypse vielleicht vorbereitet hat. Wenn ihr wissen wollt, was Shane wirklich ins Rollen gebracht hat, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, der gute Shane hat nicht nur Laurie sondern auch viele Charaktere an den Punkt gebracht, an denen wir sie quasi kennengelernt haben, beziehungsweise lieben gelernt haben. Shane im Allgemeinen ist ein cooler Charakter. Er ist mehr oder weniger gefühlt für diese Zeit geboren. Er wusste genau von Anfang an, wie zu handeln ist, wie man sich am besten in Sicherheit bringt, wie man versucht, Leute zu finden und was Sachen sind, auf die man achten sollte und welche Entscheidungen man treffen sollte. Darüber hinweg ist der Charakter einfach cool geschrieben. Seine Story, sein Verlauf in der Serie ist einfach fucking badass und leider haben wir ihn zu früh verloren. Man hätte es besser machen können, beziehungsweise ihn einfach entweder leben lassen können und erstmal später einführen können, aber das sind andere Themen. Klar, er war Ricks erster großer Nemesis und damit auch der erste Schurke in Walking Dead, aber trotzdem war er ein Vorbild für viele Charaktere, ein Vorbild für Carl. Carl wäre zum Beispiel, glaube ich, nicht an dem Punkt in seinem Leben gewesen, wo er am Ende seines Lebens war, rest in peace Carl an der Stelle, sondern Carl wäre anders geworden. Ich denke, gerade weil Carl derjenige war, der ihn getötet hat, beziehungsweise seine Walker-Variante getötet hat, das hat Carls Charakter in die richtige Richtung gelenkt und zu dem gemacht, der er, naja, später wurde. Er ist der Vater von Judith. Er ist offiziell ihr Vater. Judith ist sein Kind, somit nicht Ricks Tochter. Und somit bekommen wir durch Shane einen sehr, sehr interessanten Charakter in der Serie. Ja, ich verstehe. Viele Leute sagen, Judith ist nervig, Judith hat keine Tiefe, ist kein wichtiger Charakter. Aber ich finde, gerade in der letzten Staffel ist sie zu einem coolen Charakter geworden, zu einem wichtigen Charakter geworden und zu einem Charakter geworden, wo ich noch hoffe, wir mehr von zu sehen bekommen. Einfach, weil Judiths Charakter an für sich ein guter Mix aus allen Welten ist. Sie hat was von Shane, sie hat vieles von Rick, sie hat was von Michonne. Sie hat viel von Negan gelernt, was in der Apokalypse auch gar nicht mal so verkehrt ist. Das ist auch was Positives, was uns Shane quasi gegeben hat. Aber auch sie war quasi ja der Grund. Also mehr oder weniger, er hat halt mit Laurie, ne, ihr wisst was, und hat dadurch halt die Krise zwischen Laurie und Rick ausarten lassen. Und ich muss sagen, auch wenn ich Laurie nicht mag, ich glaube, ihr Charakter hätte wesentlich mehr aufblühen können, wenn das nicht zwischen Rick und Laurie gestanden hätte. Der Shane-Typ halt. Ja, ich mag Laurie wirklich nicht und trotzdem denke ich so, dass Shane das Problem war, warum ihr Charakter auch halt scheiße war und halt dann auch einfach abgesägt wurde. Zumindest gehe ich mal davon aus. Und durch diese Krise zwischen den beiden wurden halt wieder mal Carl und vor allem aber auch Ricks Charakter ziemlich stark geformt und in eine Richtung getrieben, in der Rick sich halt dahinstellt und sagt, hier, das ist keine Demokratie mehr. Well, why don't you go and find out yourself? Send me a postcard. Go on, there's the door. You can do better. Let's see how far you get. No takers? Fine. But get one thing straight. You're staying. This isn't a democracy anymore. Denn das war nicht nur Shane, der das herausgebracht hat. Nein, gerade weil er keinen Bock mehr auf Laurie hatte, mehr oder weniger. Die Beziehung gegen Ende von den beiden war halt einfach kompliziert. Auch auf einen weiteren Charakter, den ich nicht leiden kann, Andrea, hat Shane einen riesen Einfluss. Andreas Charakter wäre auch nicht so badass. Ach Gott, dass ich das immer gesagt habe. Na egal, so badass wie er dann da war, irgendwo in manchen Szenen, wäre er niemals geworden. Ohne Shane. Auch wenn diese eine Szene zwischen Shane und Andrea sich jedem The Walking Dead Fan ins Gehirn gebrannt hat und da einfach Unheil bringt. Aber lassen wir die Szene einfach mal außen vor. An für sich können wir zu diesem Punkt sagen, Shane hat sehr viele Charaktere stärker gemacht, beziehungsweise ihnen die Stärke gegeben, die sie für die Zombie-Apokalypse brauchen. Gerade, wie gesagt, Ricks Charakter. Rick
wäre nicht so badass geworden, wenn er Shane nicht hätte töten müssen, beziehungsweise Shane als Gegner gehabt hätte. Allein diese kleine, aber feine Parallele, dass der Shane, der verrückte Shane, der dieses typische braune Shane-T-Shirt die ganze Zeit anhatte, wenn er meistens ein Arschloch war, sage ich es mal so. Allein, dass diese Parallele zu Rick aus Staffel 5, Staffel 6 geknüpft wird, in der Rick dieses T-Shirt anhat. Das ist das Badass-T-Shirt, das ist das Asshole-T-Shirt, wenn man es so nennen will. Und das symbolisiert einfach nochmal mehr, wie Shane doch weiterhin Rick gelenkt hat. Ich habe schon oft darüber geredet, dass Rick nicht der Gute in der Serie ist und in der Serie sowieso Gut und Böse verschwimmen. Hab dazu ein extra Video gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ich es euch gemacht habe. Hauptsächlich möchte ich aber darauf hinsteuern, dass Shane, wir sehen es ja auch kurz vor Ricks Ende, Shane war die ganze Zeit in Ricks Kopf drin. Und das aus einem guten Grund wahrscheinlich. Und das ist jetzt der Hauptgrund dieses Videos, beziehungsweise der fetteste Punkt, den vielleicht gar keiner oder wenige vielleicht so direkt auf dem Schirm haben. Und zwar hat er was mit Herschel zu tun und allgemein dem Mindset von vielen Charakteren zum Zeitpunkt der Serie. Shane hat Herschels Sicht auf die Walker geändert. Denn Herschels eigentliche Sicht oder erste Sicht war ja, das sind einfach nur kranke Menschen, die man weiter pflegen muss, füttern muss, sich um sie kümmern muss und die auch irgendwann wieder gesund werden und dadurch dann quasi wieder zu den Menschen werden, die sie mal vorher waren. Ja, an dem Punkt wissen sowohl Glenn als auch Andrea als auch Rick, Laurie, Carl, alle wissen natürlich, ist nicht so ganz hundertprozentig richtig. Gerade durch Dr. Jenner haben wir herausgefunden, ja, der Virus ist, der Mensch ist tot und der Mensch lebt nur noch, um zu essen und zu latschen und so weiter. Und das wussten ja, wie gesagt, viele. Nichtsdestotrotz denke ich, es hätte einen riesigen negativen Einfluss gehabt, wenn Shane seinen Ausraster bei der Scheune nicht gehabt hätte. Und zwar den Einfluss darauf, dass sowohl Maggie als auch Beth irgendwo in einem gewissen Punkt, vor allem auch Herschel natürlich, weiterhin daran geglaubt hätten, dass diese Leute gerettet werden könnten. Natürlich muss man hier differenzieren. Die Leute, die in der Scheune gefangen geworden halten, also die Walker, waren Menschen, die die Familie Green kannte. Herschel kannte sie, Maggie kannte sie, Beth kannte sie und die ganzen Leute kannten sie halt. Deswegen denke ich, es ist hier nicht mal dieses, okay, die sind am Leben und man kann alle retten, sondern es ist dieses, die, weil die kennen wir, da ist vielleicht noch Hoffnung. Aber ich stelle mir jetzt einfach nur vor, wie wäre der Verlauf der Serie weitergegangen, wenn Herschel und, seine ganze Familie weiterhin darauf beharrt hätten, zu sagen, diese Leute töten wir nicht, die können geheilt werden, die sind nur krank. Und Shane hätte es nicht mitbekommen oder sich gar nicht da eingewandt oder einfach gesagt, okay, ist mir scheißegal, was sie denken. Ich gehe stark davon aus, dass wir quasi einen komplett anderen Verlauf gehabt hätten. Ich denke, Ricks Leute wären nicht länger oder hätten nicht länger bei Herschel bleiben dürfen, weil sie diese verschiedenen Ansichten haben. Ich denke, es wäre nie dazu gekommen, dass die Farm überlaufen wurde, denn die wären ja alle früher abgehauen. Dementsprechend wäre auch Herschel, Maggie, Beth und die ganze Familie wären auf der Farm geblieben und hätten weiterhin dieses Mindset vertreten. Und wären daran wahrscheinlich früher oder später, naja, leider krepiert. Beim Schreiben vom Skript ging mir dann auch so durch den Kopf, dass vielleicht Herschel die Leute alle beredet hätte oder und sie beeinflusst hätte und alle am Ende geglaubt hätten, yo, die Leute kann man vielleicht wirklich heilen. Fand ich dann doch ein bisschen zu abgehoben. Aber selbst wenn wir uns das mal nur kurz vorstellen, Herschel, Beth, Maggie, alle anderen hätten es geschafft, vielleicht mit Unterstützung von jemandem wie Rick, die Leute davon zu überzeugen, daran zu glauben, dass diese Walker einfach nur krank sind und geheilt werden können und dementsprechend halt einfach wieder lebendig werden können. Gerade eine Carol, die eine tote Sophia vor sich stehen hatte, denke ich, wäre dazu nicht abgeneigt gewesen, diesen Gedanken zu verfolgen. Ich denke, einen Shane, einen Daryl, wahrscheinlich auch einen Dale und T-Dog, all diese, ich nenne es mal, Charaktere hätten das nicht geglaubt. Aber ich denke, fragile Charaktere, wie halt zu dem Zeitpunkt eine Carol, wie vielleicht auch ein Rick zu dem Zeitpunkt, der halt damit leben muss, dass Shane und Carl und Laurie und irgendwie alles scheiße. Gerade solche Leute wären vielleicht gar nicht mal so abgeneigt von dieser Idee gewesen. Oder zumindest hätten die Idee nicht abgewägt. Ich meine, wir sehen später im Prison und nach Lauries Tod, wie fragil Rick doch werden kann. Und ich glaube, spätestens, wenn vielleicht Carl sich in einen Walker verwandelt hätte, wäre auch dieses Mindset bei Rick da gewesen. Ähnlich wie der Governor es ja hatte, beziehungsweise der Governor hatte es ja nicht wirklich so, aber er hat ja seine Tochter behalten, so von wegen, ja, sie ist noch meine Tochter. Ich glaube, dass viele Charaktere dieses Potenzial dazu gehabt hätten, das gleiche Mindset wie Herschel zu bekommen. Einfach zu sagen, fuck, das sind Leute, die kenne ich, das ist meine Familie,
die könnten doch vielleicht noch leben. Ich kann die ja nicht so töten. Wie gesagt, der Zweig der Theorie ist ein bisschen brüchig und den kann man jetzt sagen, muss nicht sein. Ist möglich, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz hätte dieses nicht veränderndete Mindset von Herschel viele, viele krasse Ereignisse mit sich geführt. Und wenn wir dann gucken, dass Shane im Prinzip nur, weil er sich sehr, sehr sicher war, dass diese Leute tot sind und nicht mehr gerettet werden können, indem er diesem einen Walker in den Oberkörper 30 Mal schießt und dann nochmal und dann nochmal und in einem badassigsten Moment einen Abgang macht und diese Walker aus der Scheune tötet. Can they walk away from this? Stop! 3 rounds in the chest. Could someone who's alive, could they just take that? Why is it still coming? That's its heart. It's lungs. Why is it still coming? Shane, enough! Hey, you're right, man. That is enough. Wäre das nicht passiert, wäre die Geschichte sehr, sehr anders verlaufen. Zumindest in Beziehung zu Herschel, Maggie, Beth und Ricks Gruppe. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, wäre es dann auch zu einem besseren oder anderen oder schöneren Ende für Shane gekommen, da quasi gar nicht das Ganze mit Randall passiert ist und das Ganze dann mit dem Feld, wo Rick ihn dann umbringt und Carl ihn dann nochmal umbringen muss und das hätte alles nicht passieren müssen. An für sich kann man sagen, Shane ist einer der Charaktere, die den größten Einfluss auf eine gesamte Gruppe in The Walking Dead hatten. Vor allem, weil er halt kein direkter Schurke war. Er war vielleicht ein Schurke für Rick, aber er war kein Schurke. Er war mehr so der Anti-Held, beziehungsweise der, naja, einfach logisch Denkende in einer Welt, wo man nicht logisch denken möchte, weil man einfach sich denkt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Er war derjenige, der am Ende unsere Gruppe, Ricks Gruppe, Carl, Rick, vor allem diese zwei, sehr, sehr geprägt hat und in die Richtung gelenkt hat, dass sie zu den Badassen wurden, Karl jetzt mal in Klammern gesetzt, die wir nachher kennenlernen. Und ich dachte mir, das kann man einfach mal in einem Video thematisieren. Jetzt seid ihr aber gefragt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Shane hat einen großen Einfluss auf alle gehabt. Darüber müssen wir nicht diskutieren, glaube ich zumindest. Aber was denkt ihr, wäre passiert oder wie hätte sich das alles entwickelt, wenn wirklich Shane nicht Herschel den Kopf gewaschen hätte und gesagt hätte, hier, die Leute sind tot, die kann man nicht mehr retten. Wenn dieses Mindset sich verbreitet hätte wie ein, Achtung, Witz, Virus, haha, dann hätte es echt anders laufen können. Aber schreibt mir dazu eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Seht ihr es ähnlich wie ich? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist total irrelevant und hätte gar nichts geändert? Haut's gerne in die Kommentare. Wenn euch jetzt noch interessiert, wie ich die Staffeln von Fear the Walking Dead ranken würde, dann checkt gerne dieses Video aus. Und wenn euch interessiert, was meine Gedanken zu The Ones Who Live sind, beziehungsweise was uns eventuell in The Ones Who Live bald erwarten könnte, checkt gerne dieses Video aus. Jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.